Ich würde gerne wissen, wie das echt aussieht mit einer Frau. Und zwar hat sie das Geburtsdatum 9. August 68. Also beeinflussen lassen musst du jetzt nicht durch meine folgende Aussage, aber die Grundkonstellationen sind komplett verschieden. Komplett verschieden. Ja. Okay. Aber es kann trotzdem funktionieren. Ja. Verschiedene können sich manchmal auch intensiv anziehen. Es kann manchmal sogar positiven Einfluss haben. Man kann sich vielleicht sogar sehr gut ergänzen. Das sind alles Sachen, die manchmal sehr gut sind, oder? Also eben, sie ist ziemlich impulsiv, sie hat ziemlich voll Power und ich bin eigentlich eher das Gegenteil. Ja, typisch, oder? Das kann jetzt am Anfang bei der Kennenlernphase vielleicht angenehm sein. Sie zeigt sich vielleicht, ja, das Ruhige, das imponiert mir, das tut mir gut, der Gegenpol, und du wirst ein bisschen aus der Reserve rausgeholt. Aber wenn man dann über längere Zeit zusammen ist und an eine Beziehung denkt, das sind schon Konträre, wo man vielleicht, wenn es dann um eine definitive Beziehung geht, ja, vielleicht nicht funktioniert. Also wir sind schon zusammen, seit 2 Wochen. Und bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Ich bin auch glücklich und sie auch. Ja, einfach, was sie eben ist, sie ist ein bisschen eben total impulsiv und sie kann nie oben runterfahren. Also wie zum Beispiel, in welcher Hinsicht, wenn sie verrückt wird, oder was? Nein, sie muss immer etwas zu machen haben. Sie kann nie eigentlich ruhig da sitzen oder manchmal etwas machen. Und sie redet extrem viel. Ja, eben, die Menschen sind verschieden und das kann vielleicht am Anfang in den ersten 14 Tagen kann das vielleicht interessant sein und lustig und alles und vielleicht ist das auch gut und man geht den Deal ein, den Kompromiss, weil man ja vielleicht auch glücklich ist und zufrieden ist und weil es viele schöne Facetten gibt, aber so wie sie dich vielleicht mit der Zeit nervt, weil sie viel redet, willst du sie nerven, weil sie will reden und du nichts von dir gibst. Das ist es. Das ist nicht ganz unproblematisch, das einfach so nebenbei, wenn man dann nachher mit der Zeit oder wenn man sich dann kennt und so ein bisschen die Routine kommt, der Alltag kommt, nach 14 Tagen ist man ja, wenn es gut geht, verliebt, oder? Ja, also wir sind schon echt verliebt, doch. Eben, Kann ich sagen. dann hat man noch Freude an so Sachen, dann ist das noch so, dann tut man es auch noch schön reden, dann zeigt man sich vielleicht auch, das tut mir gut oder das gibt mir ein bisschen Aufschwung, das gibt ein bisschen Farbe ins Leben oder sie sagt, der holt mich ein bisschen oben runter und so. Aber es kommen dann auch mal die Zeiten, wo sie eben dann vielleicht irgendwie etwas erwartet, wo du dann eben nicht wiedergibst und umgekehrt du vielleicht mal deine Ruhe willst und sie quasselt dich voll. Was auch immer. Also, Gut, von dem her können wir es eigentlich noch richten, weil sie kommt eigentlich relativ noch recht weit her von Winterthur. Ja, und ich ja von Basel her. Also von dem her können wir uns dort schon noch ein bisschen Freiheiten lassen. Und, aber ich finde das auch noch wichtig, dass man einander Freiheiten lässt. Dass Ja. man nicht immer aufeinander oben hockt und ja. Das ist noch wichtig eigentlich in der Beziehung, das denke ich jetzt einmal. Kommt darauf an, für die es gibt, weißt, es ist so, wenn zwei Menschen zusammenkommen, wo es für beide Menschen so ist, dass sie ihre Freiheiten müssen leben. Freiheiten, wie das heute so immer tönt, dann ist das stimmig. Aber wenn zwei Menschen zusammenkommen, wo jetzt zum Beispiel das nicht wollen oder nicht so sehen, man muss mehr sagen, die wollen das schon auch, aber die sehen das vielleicht anders. Für die ist es anders. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme und die Person redet schon von Anfang an, weißt, ich brauche auch meine Freiheiten und so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann löscht es mir eigentlich schon ab. Und zwar nicht, weil ich kein Verständnis habe, im Gegenteil, ich bin der wahrscheinlich am schnellsten Verständnis für alles hat, aber mit mir zusammen sein, ist Freiheit. Ja, weißt du, ich meine einfach mal, Ich weiß schon, was du meinst.
Ich weiss auch, was du jetzt erklärst. Aha. Das ist, es, auf meine An- weißt, wenn jemand etwas sagt und ich tue das einmal, ich tue es schnell ein bisschen auseinanderbeinle, dann kommen immer die Erklärungen. Ich weiss genau, was du meinst. Und du hast auch recht. Mhm. Aber über das würde ich nie reden, weil das sind Selbstverständlichkeiten. Ich denke, das ist Selbstverständlichkeit. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin und die Person sagt, du, ich gehe schnell in die Stadt, ein bisschen kommen lassen, ein bisschen lädeln und nicht mit mir zusammen, das ist ja etwa das Gleiche, oder? Dann ist ja das auch Freiheit. Aber dann käme ich nie in den Sinn, zu sagen, was, du gehst allein, du nimmst mich nicht mit. Ja, nein, das will ich nicht. Und Zeug. Oder das gibt es auch. Das sind so Einengungen, wo man oftmals so nah bis nah nicht mehr darf, ohne den anderen. Das ist ja vielleicht dann schon das andere Krasse. Das, dort muss man dann von Freiheit reden. Man braucht doch auch noch seine Freiheiten, wo man, wo, auch zum Beispiel, wenn ich jemandem ein SMS schreibe und dann ist jemand mit mir, du, wem schreibst du wieder, was schreibst du, was hast du, lese mal vor, was machst du, was tust. Das ist nicht, weil ich etwas zu verbergen habe, aber das löst eine gewisse Basis von einem Stress aus, wo ich denke, die Freiheit sollte man können haben, dass man das Vertrauen von einem Partner entgegenbekommt, dass man noch machen kann, ohne immer die Kontrolle zu haben. Das ist eine Freiheit, die ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Allein schon über das zu diskutieren, zeigt, dass die Beziehung krank ist. Mhm, genau. Aber eben, was mich natürlich jetzt am Anfang sehr gestresst hat, das haben wir auch kurz müssen sagen, dass ich quasi jede Minute oder alle 5 Minuten ein SMS geschrieben hat oder mir angerufen hat. Oder das ist ein bisschen stressig gewesen. Ja, aber das ist, wenn man verliebt ist. Das ist wie die Pubertierenden, weißt du? Da will man immer nur und schnell und noch 2-3 Mal der andere findet, was, jetzt läutet sie schon wieder an, jetzt schreibt sie schon wieder. Also, das ist eben, das ist verschieden, oder? Und da, ich verstehe deinen Stress, oder? Das Ding, das du hast, da denkst du, nein, jetzt hat sie ja gerade geschrieben, jetzt schreibt sie schon wieder. Und so. Aber das ist eben die Verschiedenheit oder das Schöne an den Menschen, dass sie eben verschieden empfinden, fühlen, verschieden reagieren. Und das kann dann eben für die zum Beispiel, die das jetzt nicht so nötig findet, ein bisschen Stress sein oder denkt, die übertreibt jetzt ein bisschen. Und für die andere, wenn du nicht gerade zurückschiebst, die ganze Zeit auch von dir aus überhäuft wird, dann denkt sie auch, hat er mich wirklich lieb oder was stimmt nicht oder was ist echt. Oder das sind halt dann eben die Feinheiten. Also ich bin jetzt auch jemand, der jemanden zuschüttet. Ich bin jetzt auch ein mühsamer im Fall. Aber ich kann auch respektieren, wenn es zu viel wird. Nur, es ist so einfach. Und es ist so, ich finde es nur schlimm, wenn man so verschieden ist, dass man schon fast muss sagen, ja, Gott sei Dank wohnt sie in Winterthur und ich in Basel, so kommen wir einander nicht zu viel in den Weg. Das finde ich eigentlich grundlegend, wenn man es richtig überlegt, eigentlich schon nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Weißt du, was ich wollte sagen? Ja, Das müsste nicht sein. Das ist schon allein der Gedanke, dass es gut ist, dass sie dort wohnt und ich da. Gut, nein, also den Gedanken habe ich schon auch nicht. Aber sie ist jetzt ziemlich viel auch bei mir. Also sie kommt jetzt heute zu oben oder morgen Morgen, hat sie gesagt, kommt sie zu mir und dann bleibt sie etwa eine Nacht, zwei. Weißt du, was ich super finde? Dass du jemanden kennengelernt hast, dass ihr verliebt seid, dass ihr es jetzt geniesst und dass ich euch nur das Beste wünsche. Und ich glaube, dass ihr gute Chance habt. Und wer ihr verschieden seid, hat das noch lange nicht damit zu tun, dass das nicht gut ist, sondern das ist eine Herausforderung, zusammen zu geniessen. Ja, weil sie hat ja gesagt, sie hat noch nie so einen liebesvollen Menschen gehabt. Ja, das glaube ich. Ja, das hat sie gesagt. Du bist ein Guter. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Michelle. Ciao, danke. Ciao, schönen Tag. Merci.